So. Der Materia-Chef hat alles, was das Herz begehrt. Ja, ja, laber nicht so viel. Ich muss Materia kaufen. Ich muss Geld ausgeben. So. Behandeln brauchen wir nur eins. Mitte haben wir dreimal. Barriere. Nutze ich definitiv nie. Chakra war nochmal. Chakra nochmal Heilung von 20% verloren hat. Nee. TP Boost, Glücksboost, Meister der Gegenstände. Mann, hast du schon wieder draußen, Idioten. Einmal erstmal gut. Rost. Toxin. Ein wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir das nochmal drinne hätten. Unsere Auswahl kann sich sehen lassen. So. Und dann verteilen wir mal. Damit ich nicht immer ständig hin und her switchen muss. So, was haben wir jetzt hier nettes drin? Vita ist klar. Blitz. Also guck mal, da habe ich sogar Blitz dran, ne? Und Feuer und Eis. Einen habe ich drin. Dann brauche ich von den Dingern. Mir fehlt Post. Nee, Eis habe ich ja. Eis, Eis, Baby. Ding, 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 ding. Da habe ich eh drin. Luft fehlt mir, ne? Ah, okay. Diese Luft hatte ich nicht gekauft. Geschwächte Abwehr. Okay. Okay, dann muss ich bei mir gleich erstmal kaufen noch. Damit ich Luft da. So, tiefer hat's. Hier eigentlich drin eine Chakra anwendbar. Was könnte man das denn kombinieren? Eis, Blitz, da Aero. Ich habe Chakra noch nie bei ihr benutzt, ne? Diese Abwehr brauche ich eigentlich gar nicht. Weil nutze ich wieder nicht. Mache ich bei ihr Heilung rein? Oder mache ich Feuer rein? Meine Frau schlägt vor, heilen. Gut. So, Ares hat gerade gar nichts. Antidot, Aero, was haben wir hier? Gebet. Ja, Gebet muss drinnen bleiben. Antidot kann da gerne drinnen bleiben, aber ich guck mal kurz nach, wegen... Nein. Ob wir hier irgendwie einen Booster haben, der jetzt noch keiner... reinnehmen. Auch wenn es jetzt keine Verbundenheit ist. Ist das mit Widerstand? Nein. Rost gibt es noch rein. Ist wegen der Vergiftung ist das hier, ne? So. Barrett kriegt Blut rein. Nee, ich habe jetzt gerade wieder gar nichts drin, ne? Heißt, drei Sachen für ihn noch holen oder vier Sachen. Hier noch. So. Er noch dran. Genau, Bio hatte er drin und Feuer bleibt auch bei ihm. Und die Analyse ist drin. Uiuiuiuiui. Was? So, nee, ich weiß nicht.
Voll der gleiche Meier. Und Booster sind immer so eine Sache. Inwiefern? Was darf es heute sein? Eins mit der Verbundenheit. Ich glaube, da müsste ich irgendwie so. Glücksboost? Erhöht den maximalen Glückswert mit mehreren Materia kombinierbar. Aha. Hatte ich gerade benutzt. Meister der Gegenstände. Das wäre eigentlich, glaube ich, irgendwas für Yuffie, oder? Bei dem Kampf eingesetzten Gegenständen. Achso. Spielen. So, was fehlt dir jetzt nochmal, Klötchen? Ja, ich hab's gerade, jetzt müsste ich erstmal ausgleichen. Ich muss aufs Geld achten. Ihr wisst, wie ich bin. Ein Zwergenherz. So, Matthias. Nee, warte. Erstmal hier, sonst vergesse ich da was. Luft. So. Hier will ich mal. Widerstand rein. Präzise Abwehr. Hauptsache, um es jetzt erstmal zu leveln. Die Klötchen hat so viel frei. So, er hat Blut. Gibt ja noch Frost rein. Der Tag hat gar nicht mehr Gewitter, ne? Aber ich muss ein bisschen mehr kaufen. Ach Mann, Alter. Moment mal. Ist ja wohl nicht. Wir werden nicht so viel Geld ausgeben. Chef hat alles, was das Herz begehrt. Ja, wissen wir. Ja, komm, wir brauchen jetzt zwei davon. So. Und das dumpfe Gefühl, dass ich Yuffie auch gleich mal ausrüsten darf, ne? Ich bin kein Fan von dieser Materia-Kack, muss ich mal dazu sagen. Auch schon im ersten Teil nicht. Aber es kann hilfreich sein. Nee, das hat da. Aber Gewitter habe ich jetzt dort nicht gesehen gehabt, ne? Oder? Doch, Gewitter. Gewitter. Hier, Max DP. Ja, verbindet sich auch nicht. Manu ist da, ich grüße dich. Wie war dein Tag? Wie geht's dir? So. Ups. Bio, Feuer. Na schon. Ost. Gewitter oder Luft? Also komm, ist Luft. So, was hast du? Ach, du hast schon Stehlen drin. Analyse auf einen Gegner hast du auch schon. Liebischer Mut. Gewährt nach erfolgreichen Stehlen Courage. Okay, komm, kriegst du das rein, Yuffie. Und hier geschwächte Abwehr. Die ist so für die Negativteile drin, ne? Was haben wir denn noch frei? Gewitter, Blut und Frost. Ja. Dann können die mal so ein bisschen gelevelt werden. Alles perfekt, danke. Ja, bei mir ist auch alles super, Manu. Voll gefuttert, voll gefressen. Dann kann es nur gut gehen. So, das sind ihre Schuriken. Guck mal, ich habe sogar eine schöne Waffe für sie. Dann habe ich die aufgehoben. Die sieht aber scheiße aus. Und, ne, da bleibe ich bei der. Megalodon Armreif. Was ist sie eigentlich? Mehr Magie oder für Angriff? Ich habe mit ihr ja noch nie gespielt.
Guck mal, sie ist doch eigentlich gut mit der Chocobo-Feder, ne? Bei Schnelligkeit. Oder der Froschling. Weltenbummler-Pin. Schreibt alle 100 Schritt ein Gehege, genau. Serie-Analyse. Lohnt sich die Tannismann? Chocobo. Schützt deren. Ja, genau. Sie kriegt das Stürmer, damit sie nicht einschläft. So. So, jetzt sind alle erstmal ausgerüstet. So, jetzt gucke ich noch nach Waffenladen. Um da zu gucken, ob es da noch irgendwie so Schwert gibt oder so. Ja, da. Oder gleich hier. Hier ist gleich hier. Ist ja nach der Stream, nachdem der Stream beendet war, eine 5 Minuten später, ja, kann ich monetarisiert werden wegen der Musik von Tiefer. Alles klar, Diusku, ne? Viel Spaß bei der Arbeit. Lass sie nicht unterkriegen und bleib wach. Schön, dass du da warst. Gucken kostet nichts. So, kaufen. Du kannst ja schon wieder gar nichts kaufen. So, bei Barrett wäre es das. Bei Tiefer ist das. Oh, Tiefer und Red. Wäre das extrem gut. Der Abyss Reif. Waffen? Nö. Ich kaufe erstmal nur eins. Hat mich gefreut. Auf Wiedersehen. Mach gleich einen Schlappen. Plus 2 und plus 1. Naja, ist jetzt nicht gerade viel. Aber es gibt einen Slot dazu. Das ist schon mal nicht verkehrt. Gucken. Sie hat Vita drin, Aero, also Luft, Blitz, Eis. Da kann ich hier noch Feuer verpassen. Das ist sehr cool. Kurz zu Red und gucken, wie sich das bei ihm auswirken würde. Bei ihm natürlich extrem. Okay, komm. Kaufe ich das? Hallo. Ich werde arm heute. Was darf es sein? Oh. Ich muss Fieber haben, dass ich so viel Geld ausgebe. Danke und bis nächstes Mal. Nein, ich wollte nicht mit dir quatschen. Gucken, hat mich gefreut. Auf Wieder. Okay, meine Frau hat es gerade bestätigt. Ich habe Fieber. Eieieiei. So. Alles cool. Bio, Eis, Feuer. Eis, Feuer, Aero. Und dann kannst du. Als ich noch habe, Gewitter. Ne, Gewitter habe ich nicht mehr frei. Muss ich noch einmal Gewitter kaufen für ihn. Sehen. So. Bildet sich die Schatten mit euch? Offen Gewitter. Einmal bitte. Dankeschön. Ich hole noch einmal Heilung mit dazu. Wenn man dreimal Heilung hat, ist es besser wie nur zweimal. Was? Ah, das ist aber lieb von dir, Barkeep. Vielen Dank. Schön, dass du kurz reinguckst. Freut mich. So, dann nehme ich einmal Heilung mit rein. Und die Widder.
Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Eine schnelle Nummer heute. Lalalala. Okay, dann haben wir jetzt alles. Sag mal, Espa kriege ich wieder nur, wenn ich mit Chatly mache, ne? So, aber da ich jetzt so viele Sachen habe, ich muss kurz bei Yuffie noch nachgucken. Ah ne, da hatte ich ja das jetzt schon gerade gemacht gehabt. Werde ich nämlich die anderen Sachen mal vermögen. Die brauche ich ja dann einfach nicht. Aloha! Was darf es sein? Verkaufen. Ne, das ist das. Genau. Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Nee. Also Eigenblut verkaufe ich definitiv nicht. So Heiltränke. Sind sich alle da. Danke und bis nächstes Mal. Alter, dass ich die Waffen nicht verkaufen kann, finde ich auch. Gerade tief angebumst. Kommt herbei! Willkommen! Jetzt ist sie schwanger. Hier sind sie genau richtig. Wir führen nur Preis. Oh, was hast du? Kaufen, Wachmacher, nichts im Angebot. Die Magie. Ich finde das schade, dass es nicht der Ist-Zustand ist, das, was sie jetzt noch dran anhat, um dann zu sehen, wie viel Plus das macht. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Fallen Sie nicht auf die Gauner in den Seitenstraßen rein. Alles, was Sie für Ihren Aufenthalt im Koster brauchen. So, haben wir hier noch irgendwo? Ne? Auf dem Buchladen? Ein gutes Buch nach dem Mittagsschläfchen ist. Aloha! Eine Runde Schmöker? Lass dir ruhig Zeit! So. Bei Red kann ich was machen. Hey, der war ja auch kein Stepper. Ja, das ist schön zu hören, Bakken, das ist dir gut. Verlängert die Dauer der Rächerhaltung? Nein. Rachsüchtiger Wächter. Hm? DMP maximal um 3. Was haben wir hier? Nochmal zusätzlich ein Blitzelement. Das ist gut, weil wenn du keinen Dings hast, kein Ether oder so, kannst du wenigstens damit noch agieren. Hier steht aber komisch. Mädels müssen, auch wenn ich es toll finde, Mädels, dass ihr da so schön auf mich wartet, ne? Und auf meinen Arsch geiert, ne? Weil ich kann das auch alleine machen. Hier auch noch Ratlin, wobei ich vermute mal, es ist wieder alles ein und derselbe dann wieder. Oh, und hier haben wir die Nebenmission. Dann ist Touristeninformation. Oh, die kennen wir noch nicht. Kriege ich da mein Schokobo endlich her? Naja, weil da sind ja die Schokobos, ne? Moment, ich muss das Teil benutzen. Damit bin ich viel schneller. Aus dem Weg. Ups. Absteig. Manu ist da. Manu ist anwesend. Alles klar, Bakim. Schön, dass du da warst. Manu, du wurdest überlesen. Zart, ne? Lieb dich trotzdem. Der Griff nach 7 Sternen. Ja, nimm mal an. Die sind ja der Alleskönner, ne? Rendezvous in Costa. Hm? Nochmal an den Strand. So. Das ist dort. Das ist Johnnys Auftrag. Okay, aber ich will jetzt die Touristeninformation von Johnny hier haben. Da sind ja die Chocobos, ne? Also. Hey Bruder, stell dir vor, wir bieten jetzt auch Stadtführungen an. Ich zeig dir die Gegend, wie
du sie noch nie erlebt hast. Wo würdest du gern hin? Wenn genug Schnuckiputzen machen. Okay, mit dem mache ich dann. Nehmen. Aber wir müssen eh zum Strand. Hotel von ihm. Nutzen wir das noch gleich mal aus. Da sind wir. Kannst meine Dienste jederzeit wieder in Anspruch nehmen. Wow. Wow. Vor allem, er ist gerade weggelaufen und er steht da oben, ne? So, Johnny Boy. Hast du etwas vergessen? Nee, sag nichts. Es hat dich direkt hierher zurückgezogen, oder? Passt aber ausgezeichnet, Bruder. Ich wollte dich nämlich sowieso um was bitten. Wie du ja weißt, hat man mir meine Schulden erlassen. Und meine finanzielle Freiheit wollte ich nutzen, um den Laden hier mal richtig schön rauszuputzen. Aber... Hast du nicht genug Leute? Mensch, Bruder, wenn's doch nur so einfach wäre. Ist aber leider komplizierter. Oh, Johnny, warum bist du ich? Oh, Johnny, wenn ich du bin, wer bin dann ich? Das klassische Dilemma also. Na, ihr wisst schon. Hä? Die Betten sind alle frisch bezogen. Hä? Yo, Bruder! Alter, ich hab dir doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Das macht's nur kompliziert. Mach lieber mal die Besorgungen, wie ich's dir gesagt hab. Husch, husch. Na. Tja, voll unfair. Ich hätte auch gern mit unserem Bruder geredet. Versteht ihr mich jetzt? Ja, ganz genau. Das hast du gut erkannt. Er heißt Gianni. Wir wurden bei der Geburt getrennt, wisst ihr. Er wurde dann von Monstern in der Wildnis großgezogen. Bis eines Tages. Nein, natürlich nicht! Könnte es möglicherweise, ganz eventuell natürlich nur, meine Schuld sein? Wegen meiner Ninja-Tricks? Sieht so aus, als wären einige von denen einfach da geblieben. Und ich glaube, sie werden sogar mehr. Meine Tricks sind Kunst für die Ewigkeit und sehr nachhaltig. Aber dafür hast du jetzt wenigstens genug Hilfe, oder? Naja, nicht unbedingt. Die sind zwar alle Materialien suchen gegangen, aber keiner kommt zurück. Sieht so aus, als könnte ich mich nicht mal auf mich selbst verlassen. Bruder! Ohne dich bin ich aufgeschmissen, Mann! Ich meine, denk an meine wilde Seite. Diese Jungs könnten allen möglichen Unfug anstellen, wenn wir sie nicht einsammeln. Also, ich finde, wir sollten ihm helfen. Also gut. Danke, Bruder! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Ich habe sie zu den Costa-Fällen geschickt, um Materialien zu besorgen. Beginnt eure Suche da! Okay, seine wilde Seite und ja. Wir gehen auf den Kopf hauen. Oder so ein Stirnklatscher. Neben Ratten zu schlafen brauche ich im Urlaub nicht. Hey, ich rede von Yuffie. Ich finde dieses... Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.